Wunderschönen guten Morgen. Wir schauen uns heute mal kein physisch echtes Buch an, sondern wir schauen uns heute eine Bibelanwendung an. Und zwar die von der Firma Logos. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS und auch für die ganzen Tablets. Und sie gibt es als richtiges Programm auf dem PC. In der Version zwischen iOS und Android gibt es inhaltlich keine Unterschiede. Lediglich die vom Betriebssystem vorgegebene Menüführung ist natürlich eine ganz andere. Aber das wird ja jeder, der Android und iOS hat, kennen. Ursprünglich gibt es die Version für den PC mit richtig vielen Möglichkeiten. Ich zeige euch heute im ersten Video einmal die für die Mobile-Anwendung. Dazu können wir einfach mal starten. Wir gehen einfach mal mitten rein. Und wir werden da sicherlich an der letzten Bibelstelle landen, die ich zuletzt offen hatte. Und das war hier Lukas 16, 1 bis 10. Kurzum, ihr haltet den Bibeltext in einer Übersetzung, wie ihr sie gerne möchtet. Hier haben wir sie jetzt gerade offen in der Elberfelder Übersetzung. So, wie gesagt, das ist die Elberfelder Übersetzung. Da oben, ihr könnt das sehen. Ich zeige euch das mal eben in der Buchinfo. Das sieht dann so aus. Das ist die aktuelle Revision. Und die kann man sich auch immer anzeigen lassen mit dem aktuellen Textstand. Der wird aber auch immer automatisch im Hintergrund im Auto-Update aktualisiert. Das, was ihr hier jetzt seht, das ist der Bibeltext, Luther 16, die Verse 11 bis 22. Klar, ihr könnt hoch und runter scrollen, wo ihr auch immer hin wollt. Ihr könnt über das Menü zu den jeweiligen Büchern springen, gehen, wie auch immer. Ihr könnt dann zu den jeweiligen Versen auch springen. Die hier angezeigten Markierungen, die ihr hier seht, jetzt sind sie da. Die sind nicht von der App selber, die sind von mir selbst gemacht. Die habe ich selbst hinterlegt und zwar in der PC-App. Da habe ich mir auch Logos gestartet und rechts daneben einen Kommentar und habe mir diese hier hin ergänzt. Das heißt, immer wenn ihr davor ein Notizfeld seht, könnt ihr da draufklicken und könnt ihr euch eure Notizen anzeigen lassen. So wie hier an der Stelle zeigt er dann Hörner von Widdern, Böcken oder anderen Tieren. Da für diese Tiere das Horn sowohl Waffe wie Zierde ist, wird es oft zum Symbol der Stärke und Macht, die gegen Gott gerichtet, wie von ihm verliehen sein kann. Jetzt seht ihr da ebenfalls wieder in dem Notizfeld eine farbige Markierung, die ist auch von mir gemacht, die ist nicht von der App. Und wenn ich in der Notiz-App, nicht in der Notiz-App, in der Notizanwendung Verweise auf andere Bücher lege, dann werden die hier auch gleich farbig blau markiert. Und das Schöne daran ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eins davon anklicke, wie zum Beispiel 2. Chronik 18,10, springt er mir nicht in das Buch 2. Chronik und verlässt hier diesen Bereich, sodass ich in der App völlig das Buch verlasse. Nein, er zeigt mir das als kleines Pop-up an. Dieser Vers wird mir einfach kurz gezeigt. Und Zedekia, der Sohn des Kanana, machte sich eiserne Hörner. Jetzt kann ich natürlich über den Begriff zur Stelle dahin springen, aber das möchte ich jetzt nicht. Das heißt, ich kann, wenn ich so eine Verweisstelle anklicke, in meinem Buch bleiben und er zeigt mir einfach kurz das Pop-up an aus meiner Notiz. Das ist schön. Was ich auch machen kann, ich kann den Begriff jede Stelle in der Bibel auch länger gedrückt lassen, wie hier jetzt bei Horn. Warte kurz und dann zeigt er mir das griechische Original an mit der Nummer. Diese Nummer ist wieder, ihr kennt das aus der Elberfelder oder auch aus Lexikas, durchnummeriert. Er zeigt mir jetzt hier das griechische Original an. Und da steht jetzt auch das Horn, bekannt als Zeichen der Stärke, Kraft, Ehre und so weiter und so weiter. Und dann auch hier wieder. Dann dort, wo wird es noch verwendet, in Deuteronomium, in dem Psalm, bei Daniel, bei Lukas und so weiter. Was ihr ebenfalls machen könnt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir springen jetzt einfach mal zu Lukas, nicht zu Lukas, wir gehen jetzt mal zur Lutherbibel 2017 und dort auf die Stelle Jesaja 3, 12. Da springen wir mal eben hin. Zack, zack, zack. Jesaja 3, 12. Wir sind jetzt bei dem Alten Testament, das heißt, wir sind jetzt ja hier im hebräischen Teil. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Begriff Wucherer länger gedrückt lasse und mir das anzeigen lasse, zeigt er mir auch die hebräische Entsprechung und übersetzt es mir, dass dieses Wort eigentlich bedeutet Woman, Female. Wife, Queen, Harem und so weiter.
Er zeigt mir dann, je nachdem, aus meinen Lexikas schlägt er dann gleich das griechische oder das hebräische Original nach. Ich kann hier unten über das Menü wieder zu meiner Standardbibel zurück. Das ist hier. Und dann bin ich in der Tat jetzt in meiner Standardbibel auch an dieser Stelle Jesaja 3, weil er mir alle Ausgaben, die ich offen habe, synchron läuft. Das heißt, wenn ich hoch und runter scrolle, gehen alle Ausgaben, die ich links und rechts mir abgelegt habe, parallel mit. Das können wir mal eben machen. Wir springen mal wieder zurück zu Lukas 16, 1, ist auch egal. Jetzt sieht er sich gerade schnell noch meine farbigen Notizen. Warum manchmal grün, warum manchmal weiß, warum manchmal rot meine Notizen? Einfach weil ich Lust hatte. Das hat jetzt bei mir keinen Grund, ob ich jetzt irgendwie Gottes Wort blau, Hoffnung, grün oder irgendwas farbig. Ich habe einfach immer mal eine andere Farbe genommen. Ihr könnt auch irgendein Wort gedrückt lassen, Markierungen setzen und diese mit einem Textmarker versehen. Und es gibt zig Möglichkeiten, Textmarker oder Hervorhebung. Ihr kennt hier links diese farbigen Markierungen oder auch diese verschiedenen aus der induktiven Reihe, kennt ihr auch diese Zeichen, Teufel, Gott und so weiter. Könnt ihr genau wie in der üblichen induktiven Studienbibel diese Markierung so setzen, wie ihr wollt. Ich hatte einfach Lust, verschiedene Farben zu nehmen. Es hatte keine weitere Bedeutung. Verwalter. Die Notizen, ach so, falls jemand fragt, woher habe ich denn überhaupt diese Notizen und warum sind die da drinne? Ich habe mir diese Notizen aus der John MacArthur Studienbibel Vers für Vers rauskopiert, am PC hinzugefügt und habe sie dann hier immer drin. Jetzt aber zu der Synchronisation. Wenn ich jetzt nach links swipe, lande ich ebenfalls in einer Elberfelder Übersetzung und zwar darum steht es in der von der CSV. Swipe ich rüber, lande ich in der Schlachter. Swipe ich wieder rüber, bin ich in der Einheitsübersetzung. Swipe ich wieder in der neuen evangelistischen Übersetzung. Das ist jetzt natürlich. Ich habe es jetzt hier für das Video gemacht, ansonsten brauche ich nicht so viele Bibeln nebeneinander. Luther, die Luther 84, dann haben wir hier die Luther 1912, Luther 1545, wie gesagt, einfach jetzt nur mal just for fun, einfach mal zum Zeigen. Dann habe ich hier die Gute Nachricht, die 2018, es gibt auch die andere Version. Oder eben, wenn es ganz drauf ankommt, dann Nestle Aland, die Übersetzung. Ein Klick hier unten, ein Klick auf das Kreuz, landest du in deiner Standardbibel. Wenn ich jetzt, bei mir läuft das immer ab, ich habe immer einen ziemlich genauen Plan. Montags geht es los, was ich dann lese. Es liegt immer an dem Perikopenbuch, was ist für den kommenden Sonntag dran. Dann nehme ich mir die Texte, schreib mir die auf den Notizzettel, lese die dann hier durch und gehe dann noch die Kommentare durch. Und das kannst du hiermit super machen. Du kannst jetzt hier zum Beispiel die Elberfelder Bibel mit deinem Kommentar von McDonald kombinieren. Oder eben du kannst es auch kombinieren mit den Erklärungen aus der Brunsbibel oder mit den Erklärungen aus der Stuttgarter Erklärbibel. Wir swipen mal jetzt nach rechts. Zack. Und da sind wir genau an der Stelle in Lukas 15 bis 16 und zwar in dem Kommentar von McDonald. Wenn ich jetzt Kapitel 16 verlasse und wir gehen ins 15. Kapitel, swipe rüber, bin ich im 15. Kapitel dort genau bei den Versen von McDonald. Swipe ich nochmal nach rechts, bin ich bei den Erklärungen der Brunsbibel und zwar nur die Erklärung. Du kannst einstellen, dass du die gesamte Brunsbibel mit Erklärung willst oder eben nur die Erklärung. Ich habe mir nur die Erklärung einblenden lassen, weil das ganz gut passt. Ich lese in der Elberfelder und habe dazu die Erklärung aus der Brunsbibel oder von McDonald. Swipe nochmal rüber. Habe ich hier das gesamte Werk Henry Matthew. Da gibt es ja ein riesige Bände für Altes und Neues Testament. Die habe ich hier mit drin und kann mir hier die Henry Matthew Kommentare mit einblenden lassen. Swipe ich nochmal rüber, habe ich genau die Erklärungen aus der Stuttgarter. Halt nochmal. Aus der Stuttgarter Erklärbibel. Diese Synchronisierung kannst du einstellen hier unten. Das sind deine Haken und dann laufen die synchron mit. Gut, gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir eben nochmal zurück zu Lukas. Was du eben auch machen kannst, ist zum Beispiel, du kannst eine Suche starten.
gehen auf die Suche, geben jetzt mal ganz banal ein Lukas. Banana geht's nicht. Aber ich will nur mal zeigen, er zeigt dir jetzt hier die ganzen Stellen, wo der Begriff Lukas drin vorkommt, wo Lukas mal erwähnt wird. Was du eben auch machen kannst, ist, wir gehen mal eben auf das Faktenbuch und geben hier mal Lukas ein. Und dann findet er dir alle möglichen Medien, Schlüsselstellen, Einträge aus deinem Lexikon. Ich habe hier, wie ihr seht, das Lexikon zur Bibel ist da drin. Ist dann der Eintrag aus dem, wir hatten darüber schon mal ein Buch, über das Lexikon zur Bibel. Er zeigt dir Medien an. Er zeigt dir die Reisen an. Er zeigt die Schlüsselstellen an. Er zeigt dir die griechischen Entsprechungen an und mögliche Ereignisse, die auch den Lukas betreffen. Er zeigt dir die Zeitleiste an. Und. Es ist wahnsinnig lang. Man kann richtig viel hier drin verbreiten. Zeit lassen. Jetzt gehen wir Zeitleiste. Lukas reist nach Rom. Dann können wir gehen einmal nochmal zurück auf den Lukas. Bei Medien können wir einmal auf in Mediathek öffnen, mal klicken. Und dann springt er dir in den Browser zur Mediathek von Lukas. Sieht jetzt gerade hier nicht so schön aus, weil ich jetzt hier die Möglichkeit. Warten Sie mal. Wartet, wartet, wartet. Ist jetzt hier gerade nicht so schön. Das ist jetzt, wir sind nämlich jetzt eigentlich gerade in die PC-Anwendung abgedriftet. Wir gehen mal wieder zurück. Das zeige ich euch am besten dann mal wirklich am PC. Weil er zeigt dir dann nämlich auch die ganzen Videos an, die ihr sicherlich kennt aus dem Bibelprojekt. Die ganzen YouTube-Videos, die zeigt er ihr dann hier nämlich auch an. Was du auch machen kannst, Ereignisse kannst du anklicken. Paulus treibt einer Sklavin einen Dämon aus. Und dann findet er dir hier genau diese entsprechenden Stellen mit Schlüsselstellen. Was dir auch sehr gut helfen kann für Andachten oder eben auch Predigten. Wir könnten zum Beispiel auch ein. Gut, das Faktenbuch starten wir genauso über das Menü, ist hier oben. Und da können wir jetzt mal ganz banal das Wort Kreuzigung nehmen. Das sind jetzt wie kratzen ganz doll an der Oberfläche, muss ich hier sagen. Ne? Mehr kann ich euch jetzt in dieser Kürze gar nicht zeigen. Ihr findet jetzt hier das Wort Kreuzigung, ihr kriegt eine lexikalische Entsprechung dazu. Ihr kriegt ebenfalls wieder Medien angegeben, ihr kriegt Schlüsselstelle angegeben und die kulturellen Konzepte, Zeitschriften, Artikel, Predigten gibt es an der Stelle jetzt nicht. Was man aber machen kann, passt mal auf, wenn wir jetzt den Bibelstellenassistenten könnten wir zum Beispiel mal probieren. Matthäus 3. Dann zeigt er dir an, welche deiner Kommentare, die du hast, bieten dazu Möglichkeiten an, diese zu erklären. Er zeigt dir dann dazu alle möglichen Parallelstellen an und er zeigt dir auch interessante Wörter dazu an. Und da kann man jetzt richtig viel drin nachlesen. Das ist wirklich wahnsinnig umfangreich. Ihr könnt einen Exegese-Assistent starten. Wenn wir zum Beispiel Matthäus 3, 2 nehmen, dann hier zeigt er dir an der Stelle die Wort für Wort Übersetzung und Erklärung an. Er geht dir hier das Griechische durch und er zeigt dir hier dazu genau die deutsche Entsprechung im Linear-Datensatz. So, dann machen wir noch was anderes. Wir nehmen jetzt nochmal den Matthäus 3. Dann ist es aber wahrscheinlich nicht die Suche, die ich wollte. Sondern gehen wir mal hier hin. Matthäus 3. Ja, Johannes der Täufer. Jetzt haben wir es. Johannes der Täufer. Dann gibt er dir Lesetipps an. Offenbarungswunder. Und dann zeigt er dir an, hier, hallo, du, es gibt hier eine Predigt von Michael Herbst im Predigtarchiv. Und die können wir uns mal angucken.
Und dann haben wir hier eine Predigt über Matthäus 3 von dem Prediger Michael Herbst. Gut, gehen wir mal wieder zur Standardausgabe zurück. Das sind jetzt nur ganz, ganz kleine und wenige Möglichkeiten, die wir hier in dieser App allein schon machen können. Ich kann jetzt auch hier für euch jetzt in dieser Kürze auch nur eine Oberfläche kratzen. Und das nächste Video, was wir dann haben, ich zeige euch mal dazu die entsprechende PC-Anwendung. Wer Fragen hat, gerne einfach mal anschreiben. Bis dann.